Hallo, liebe Radfreunde, geschätzte Abonnenten. Nein, es geht weder nach Prag noch nach Passau, sondern gerade mal nach Regensburg. Das mir allerdings heute mal als Ausgangspunkt für die angedachte Tour dient. Überhaupt erweist sich Regensburg als Mittelpunkt vieler erstklassiger Radwanderwege, vornehmlich solche an Flüssen, die von hier sternförmig abgehen. Dazu zählt auch meine heutige Tour, die mich entlang der Naab bis nach Karlmünz und weiter die Vils hochführt. So der Plan. Na, dann wollen wir mal los. Von meinem Stammparkplatz in Prüfening, also Regensburg West, hier mit einem Pfeil markiert. Um zur Naabmündung zu gelangen, muss ich erst einmal über die Donau. Das geht hier im Westen von Regensburg nur über die Eisenbahnbrücke. Für den Fredel ist das jedes Mal eine Gruselstrecke, denn er leidet ziemlich an Höhenangst. Zum Glück hatte ich bislang das große Massel, dass nicht auch noch ein Zug vorbeidonnert. Übrigens, wenn man mit dem Lenker hier am Gelände hängen bleibt, kann man durchaus einen Abgang in die Donau machen. Fahrt kriegen sie seit Jahren nicht gebacken. Also wieder mal die Treppe runtertragen. Danach sind wir aber schon an der Naab und es geht flott nordwärts. Der Naabradweg ist von Karlmünz bis Regensburg ja auch Teil des Fünf-Flüsse-Radwegs und in diesem Abschnitt landschaftlich auch am schönsten. Ich habe mittlerweile Ettershausen verlassen und befinde mich hier schon auf der linken Seite der Naab. Hier beginnt der Radweg richtig charmant zu werden.
notwendig gewordene Ausflug in die Büsche führt mich hier zu einem ganz schönen Höhenpfad. Trotz der schönen Aussicht hält er mich zeitlich ziemlich auf und ich bin dann doch froh, wieder unten zu fahren. Verführung, über die Brücke zu fahren, ist in diesem Moment natürlich groß. Im Hintergrund erhebt sich die Burgruine von Karl Münz. Sie wird gerade restauriert. Karl Münz. Hier, wo ich meine Brotzeitpause absolviere, ist natürlich die Perle an der Naab. Von diesem Ort werde ich in meinem nächsten Video noch ein paar Bilder nachliefern. Nach Karl Münz erweitert sich das Tal doch erheblich, allerdings kann man noch entlang der Naab radeln. Dann aber, hinter Burg Lengenfeld, löst sich der Naabradweg von der Naab und wird landschaftlich deutlich langweiliger. Wie bereits erwähnt, bietet die Gegend ab Maxdorf-Heidhütte wenig Interessantes,
allenfalls ein paar Baggerseen. Schwandorf selbst ist auch nicht gerade als Highlight zu bezeichnen. Trinke also nur eine Tasse Kaffee und fahre nach Nabburg weiter. Dort fährt natürlich kein Zug zurück, sondern Schienensatzverkehr. Zum Glück nimmt der Fahrer mein Rad mit bis nach Schwandorf, wo es dann mit der Bahn zurück nach Regensburg geht. Allerdings muss ich dann im Dunkeln zurück zum Rad. Blöderweise das Licht vergessen. Der Fredel halt. Diesmal gibt's beim Fredel wieder einen Nachschlag. Erstmal einen Panoramablick auf das Nabtal, aufgenommen von dem Höhenpfad aus. Sodann noch Bilder aus der sehenswerten Klosterkirche in Pillenhofen, mit wechselvoller Geschichte. Das leider Gottes mangels Schwestern Referent Brüdergemeinschaft an die Herder Schulverein verkauft werden musste. Da sage ich nur Servus miteinander, bis zum Finstalradweg.